Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Heute habe ich mir was anderes ausgedacht, als über Politik und so einen Scheiß zu reden. Da habe ich nämlich auch eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Heute orientiere ich mich mal ein bisschen an dem amerikanischen Waffenchannel Demolition Ranch. Kennt sich ja jeder von euch, und falls nicht, einfach mal reinklicken. Der hat so geile Versuche gemacht, woraus man zum Beispiel eine schusssichere Weste improvisieren könnte. Und ich bin ja so ein Büroarbeiter und habe mir vorgestellt, was könnte man denn zum Beispiel nehmen, wenn man im Büro irgendwie überfallen wird. Und deswegen testen wir heute einfach mal, kann ich mit 500 Blatt normalem Copypaper eine 9 mm aufhalten. Ich wünsche viel Spaß. Ja, Leute, bevor wir jetzt mal richtig loslegen und das testen, schieße ich mich erstmal ein, weil ich habe eine Smith & Wesson und das ist eine Vereinswaffe und die ist nicht so gut. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Ich schieße mal ein bisschen und dann werden wir den finalen Test durchführen. Dann gehe ich nochmal nach hinten und zeige euch das mal, welche Effekte eine 9mm auf 500 Blatt normales Büro Copypaper hat. Zur Info, es mussten keine Bäume jetzt wirklich sinnlos sterben für dieses Papier, weil das ist Papier, das ist ausgemustert worden, weil die modernen Drucker das nicht mehr fressen. Das Papier ist schon irgendwie 20 Jahre alt. Also keine Sorge, ich würde natürlich niemals noch brauchbares Papier für solche Zwecke entfremden. Ne? Sonst gibt es Ärger von den Grünen. So, dann schauen wir mal. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob ich überhaupt irgendwie was treffe. Ich nehme euch mal mit und dann gucken wir mal. Keine Ahnung, die Scheibe war nicht abgeklebt, aber wird schon irgendwie passen. Ja, ich lasse die Kamera jetzt mal so stehen und schau mal dann nachher mal, was passiert ist. Okay. Ja, Freunde, ich habe tatsächlich getroffen, nämlich hier vorne. Und was kann man dazu sagen? Ja, es ist definitiv nicht möglich, sich mit 500 Blatt Kopierpapier vor jemandem zu schützen, der einen mit einer 9 mm schießt. Also wenn man im Büro arbeitet, ist das keine Option. Und ich hoffe, euch haben diese Erkenntnisse irgendwie weitergebracht. Ich schaue mal, ob ich solche Versuche in Zukunft öfter mal durchführe. Ist ja durchaus interessant. Ich bin gespannt. Wir gehen vielleicht mal im Kaliber runter. Was passiert, wenn man Kleinkaliber nehmen würde? Würde Kleinkaliber vielleicht stecken bleiben oder nicht? Keine Ahnung. Wir finden es raus. Ich sag bis nächste Woche. Ciao. Bleibt tapfer und wir sehen uns.